wir machen zusammen einen Vlog auf der Kreativmesse in Frankfurt. Im Moment sind wir gerade im Pressecenter, haben uns schon beim Parken ziemlich blöd angestellt, haben alle zu Lachen gebracht. Lachen ist gesund. Und jetzt schauen wir mal, was wir alles so finden. Wir sind jetzt drin. Und die Gäste sind Sachen, die ich jetzt. Ja. So genau angeguckt, aber wir sind erst reingekommen. Ja. Immerhin haben wir jetzt unser Bändchen gekriegt. Ich habe gerade was mega krass gefunden. Und zwar, hier sind so aus kleinen Mosaiksteinen so Bilder gemacht. Wir haben gerade noch was gefunden. Und zwar, das sind so Perlen. Das sind so Perlen. Die kann man um eine Figur drum machen und dann so voll cool aus, das zeigst du schon besser einfach mal. Aber das, ich finde es mega cool, vor allem schon mit dem Elefant an der Hand. Und diese Eule, die ist so cute. Schaut euch mal das an, das ist mega cool. Das sind so Donuts. Donuts, so aus Stricken. Da gab es nicht, was dir geschmeckt hat, ne? Ja. Eine Suppe oder so. Lecker. Ja, ich liebe Suppe. Wäre auch das Ideale jetzt. Aber wo steht da unten unser Auto? Das wird auch noch so ein Krampf. Echt? Cool. Da steht unser Auto. Okay, da gucken wir mal, was jetzt in der Weihnachtswelt gibt. Es riecht. Ja, und es riecht aber total nach Weihnachten. So diese typischen Weihnachtsdüfte. So. Okay. So, und jetzt habe ich was zu essen. Einen sauteuren Bagel. Das ist nicht billig. Du hast auch einen. Ich habe auch einen. Guten Appetit, Luisa. Danke. Okay. Jetzt gerissen. Aber es geht wieder ganz. Den habe ich bekommen als Geschenk. Also man kann auch noch drin. Ich mach da jetzt auch wieder rein. Dann haben wir noch sowas bekommen. Das sind so ganz kleine Mosaiksteinchen. Ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber das kann man dann so ein Bild daraus machen. Das haben wir einmal so einen Kürbis bekommen und noch einmal so ein großes Bild mit so einer Katze drauf. Das muss ich später auch nochmal zeigen. Und dann haben wir noch so Silk Clay und Form Clay, was ich beides nicht aussprechen kann, bekommen. So zweimal. Und da kann man dann so silken und formen. Und dann wartet, ich suche es. Ich finde es nicht. Da zeigen wir das alles später. Warte. Und das sind noch so Perlen. Und noch so ein extra Slime dazu. Und dann macht man die Perlen in Slime und kann daraus irgendwas formen. Und dann sieht es auch nicht am Ende so aus. Geht's aber bei mir sicher nicht. Ja. Wie findest du die Messe? Ganz cool, bis auf dass meine Schultern wehtun und ich müde bin. Und das ist gut für dein Englisch, oder? Mhm. Wir reden ja fast alle nur Englisch. Also.
Beziehungsweise die kommen aus anderen Ländern und reden halt mit uns Englisch. Meine Mutter wollte gerade ein Bild machen von diesem, ihr seht gerade eine weiße Fläche, aber das ist so richtig beleuchtet. Und meine Mutter wollte davon ein Bild machen. Also ich mache einfach mal unauffällig ein Bild, weil sie wollte halt nicht fragen, ob man ein Bild machen darf, keine Ahnung. Frag nicht, ich weiß auch nicht warum. Dann ist sie hingegangen und guckt so auf ihr Handy und macht so ein Bild. Und dann sagt sie, geh mal schnell davor. Und macht dann so. Tut mir leid. Guckst du so immer auf dein Handy? Ich bin schon alt. Trotzdem kann man Sachen unauffällig machen und nicht auffällig unauffällig. Ich habe gerade noch so einen Harald bekommen von so einem Laden. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Weißt du das noch? Das war was Chinesisches. Ja. War so ein Harald und der hat so geleuchtet und den habe ich dann bekommen. Das war voll nett und die waren auch voll freundlich. Also die sind irgendwie alle voll freundlich, bis auf die Leute, die keine Blogger und YouTuber mögen. Die sind dann eher nicht so freundlich. Aber die meisten sind echt nett. Sie sind auch echt nett, auch wenn es nicht funktioniert. Sie ist so klein. Wenn meine Mutter mir die Bilder schicken wird, werde ich sie auch posten. Ich will nicht so. Wir entdecken die Messe Frankfurt, aber nicht mit Absicht, sondern wir haben uns verlaufen. So ein bisschen in die verkehrte Richtung gegangen. Und jetzt entdecken wir sie rundum. Ich muss mal da hinten gucken, nicht dass dieses Laufband zu Ende ist. Es macht boah, das wäre lustig. So, wir haben jetzt 5,5 Stunden. Hinter uns und wir sind fix und alle. Luisa ist so müde, die will gar nichts mehr sagen. Ja, jetzt fahren wir erstmal nach Hause, ne? Und dann packen wir alles für euch aus. Wie sieht das aus? Seltsam. Ist ja halt aus wie ein Rentier und das ist aus wie eine Mutter. Ja. Und wir sitzen auf Kinderstühlen. Mhm. Und sieht man aber nicht. Wir wollten euch zeigen, was wir so mitgebracht haben. Mhm. Also vor allem. Das da. Ja, ist ein Harald. Das haben wir von, warte mal, die war so süß, die Frau. Nee, das ist das nicht mal. Das da, das Große? Die da nicht auch. Ja, oh ja, das haben wir von hier. Wir waren nämlich noch in der Weihnachtswelt. Mhm. Das haben wir aber nicht gefilmt, ne? Weil. Ja. Oder hast du dort gefilmt? Nee, ne? Doch. Doch. Ja? Glaube ich. Ich glaube. Ihr werdet es ja sehen. Ja, und wir dann auch beim Schneiden. Ja. Ja, und die war so süß und die hat so tolle Sachen. Mhm. Das sind alles so leuchtende. Wir können zum Beispiel jetzt mal gerade. Das sind alles so leuchtende Sachen halt eben und ja, jetzt war die Frage, ob wo man das zu kaufen kriegt. Aber war schon cool. Setz dich hin, man sieht dich nicht. Ich suche aber noch weiter kurz. Und das ist halt alles so mega bunt und so richtig fancy. Mhm. Und das war so ziemlich eine der wenigen, die aufgeschlossen war. Ja, die war richtig nett. Ja. You're really friendly when you see this. Ja. Wo kommt die her? Jetzt muss ich schon mal gucken. Ist es China? Sie heißt Chichi Wong. Chichi Wong. Aus China, ja. Also die ganze Weihnachtswelt war eigentlich. Ja, es war alles so chinesisch, asiatisch. Ja. So halt um den Dreh. Keine vom Nordpol. Ah, das fand ich lustig. Nein. So. Nein. Aber eigentlich waren wir ja auf der Creative World. Ja, und da. Haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht? Kannst du vielleicht mich ausreden lassen? Dann red jetzt weiter. Nein, du wolltest doch. Okay, und da haben wir unter anderem das hier gekriegt. Das sind so Mosaik-Teilchen, so Diamond Painting Kit heißt das. Ja.
quick and easy. Ich glaube nicht, dass es so quick geht, weil ich... Ja, das Kleine vielleicht quick. Das andere halt eher nicht. Aber easy. Ja. Und das sind so... Ich zeig schon mal, was drauf ist. Das ist in dem Fall so eine Katze und das sind dann halt so Mosaiksteinchen. So ganz viele kleine. Und im Endeffekt sieht es dann so aus. Und die war auch total... Ja, das sind alle mega freundlich. Ja, nicht alle. Fast alle. Wir wären fast, war fast schon wieder am Gehen und dann kamen wir an diesen Stand und da war alles wieder gut. Dann habe ich von einer Marke, ich weiß jetzt nicht, ob das die Marke ist oder ob das dieser Style ist, der so heißt, aber Mr. Boo. Also es sieht aus wie so ein kleines Macaron-Teil. Ja. So ein kleines Macaron. So voll cute und dann... Das ist das. Ah, und dann kann man das aufmachen und dann ist da so ein Slimy drin. Oh, Energie. Das war absolut cool. Ja, und dann, die hat noch so eine Slime-Werkstatt, so, die man sich so kaufen konnte, so, dass man Slime selber machen kann. Ja, aber... Oh ja. Sie hat gesagt, bisher hat sie noch keine Händler in Deutschland. Und das versucht sie jetzt halt. Ah, hier ist der Mr. Boo. Ja, waren die das, die aus Dänemark kommen, oder waren das andere? Nee. Die hier waren aus... Aus der Ukraine. Ah. Die kommen aus der Ukraine. Ukraine? Ukraine. Oh mein Gott! Nimm's! Ja. Und die Slime ist so geil. Okay, ich zerquetsche sie. Also die hatten einen ganzen Stand voller Slime. Und die waren auch wieder richtig freundlich. Mit Glitzer und... Und mit so Perlen. Das war alles ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass sie Leute findet, die das in Deutschland gerne in den Handel nehmen möchten. So wie wir uns. Willst du das nächste? Nee. Okay. Dann haben wir so Slime, Sam... Ja, so Slime-Kits bekommen. Auf der einen Seite ist halt so eine normale blaue Knete, so Meerblau, keine Ahnung, wie man das nennt. Und auf der anderen Seite sind dann halt so... Das ist kein Slime, Form Clay. Ja, Silk. Silk Clay und Form Clay. Also kann man dann halt so... Was? Formen? Figuren bauen. Das haben wir dann zweimal hier bekommen. Und? In Holland sehen wir das immer im Urlaub, ja, ne? Und das wäre ganz neu, hat sie, glaube ich, gesagt. Ja, das ist etwas sehr Neues. Und zwar, das sind so lose Perlen. Warte, dein Gesicht wird immer scharf gestellt. Das ist nicht so cool. Da sind so lose Perlen dran. Und dann ist da nochmal so eine Schüssel, wie heißt das? Schale drin. Und in der ist dann nochmal so extra Slime. Und dann kann man den extra Slime da dazu mischen. Und dann wird das halt so... Ja, eine Masse halt irgendwie. So eine Masse. Aber das war auch das, wo man irgend so zum Beispiel Formen mit bedecken kann, ne? Ja, da kann man so Styropor-Sachen nehmen, zum Beispiel ein Styropor-Herz, und kann es dann so außen drum. Aber das hast du gefilmt. Das war so ja, ein super toller Stand. Ja, die waren auch wieder mega. Und die sind aus Dänemark, ne? Ja, das waren die, okay. Das waren die aus Dänemark, da habe ich halt auch jetzt keinen Kontakt. Die hatte keine Visitenkarte. Ja, wir sind da dran. Hoffe ich jetzt ganz einfach... Oh, bitte meldet euch, das Zeug ist cool. Und das hier, da haben wir ein Unboxing versprochen, also verraten wir da nicht so viel. Aber das wird auch bald kommen. Ja, klar. Und zwar... Wahrscheinlich auch auf deinem Kanal. Ja. Aber wie gesagt, das ist Bobylon, oder wie das heißt. Das ist so ein Garn aus... Jersey-Material. Und damit kann man häkeln. Und da kann man ganz, ganz coole Sachen mit häkeln. Und da gibt es so Anleitungen. Yeah. Genau. Und das hat sie mir auch versprochen, dass sie mir noch eine Anleitung schickt. Und da gibt es auch so ein Set, das will ich unbedingt haben mit dem Donut. Okay. Ja, der Donut ist mega geil. When you see this, I like your Donut. So, ich glaube, wir haben alles. So viel war es gar nicht. Ja, dafür mega coole Sachen. Julina, kannst du bitte aufhören zu reden? Dankeschön. Aber dafür waren es mega coole Sachen und die Leute waren mega nett und mega freundlich und, was wollte ich nochmal sagen?
Wir haben auch noch lustige Bilder gemacht. Ja. Wo wir uns so ein bisschen auf der Messe Frankfurt verlaufen haben. Die zwei Wahnsinnigen waren unterwegs. Schaut jetzt auf Instagram vorbei. Wenn es jetzt schon online ist. Wenn du es mir schickst. Ich muss es erst auf den Rechner ziehen. Dann schick's mir danach. Bin ich peinlich? Ja. Okay, dann mach jetzt mal ein Outro. Was? Mach jetzt mal ein Outro. Mein Outro? Wieso kommt der? Das kommt auf deinem Kanal. Und auf deinem. Nee. Okay, ich habe kein Outro. Ich sag immer Tschüss, ihr Lieben. Und ich sag, wir sind so wieder, wenn es wieder heißt Lou for you. Hier sind die zwei Videos verlinkt, irgendwo da oder da oder da. Ich weiß nicht wo. Also tschüss! Und abonniert uns!